Willkommen, liebe Freunde vom Modellpilot EU, heute zu dem Testbericht und zwar dem kleinsten Empfänger von der High-End-Schmiede im Fernsteuerungsbereich von Veatronic und zwar den Tiny 5. Der Tiny 5 ist eine logische Weiterentwicklung und aus diesem High-End-Sektor bis jetzt in den kleinen Bereich. Ihr seht, ich nehme mal hier einen Maßstab, der hat 4 cm Länge bis zur also von der Hinterkante Platine bis zur Vorderkante der Uni-Steckerleiste. Eine minimale Breite von 4 mm und vorne die Steckerleiste hat 6 mm. Und dann hat er eine Breite von 1,7. Also 17 mm Breite. Also es ist ein ganz kleiner Empfänger, nicht? Und ich erzähle euch mal etwas zu der Technik. Wie ihr das ja selbst schon gesehen habt, als Premium-Mitglieder habt ihr den Zugriff ja auch in den internen Bereich, um auch sich mal den Handsender anzuschauen, den Veatronic jetzt rausbringt oder auch den Pulssender, die kommen nächstes Jahr raus, zur nächsten Saison. Und da wird auch über den Tiny gesprochen, über die Technik, die da drin ist. Und derjenige, der das Layout macht, hat uns das erklärt, wie es funktioniert. Gehen wir mal kurz zur Geschichte. Also das ist ein 35 MHz Empfänger, wie er heute auch noch auf dem Markt oder auch im Flugplatz noch zu finden ist, der die ganze Technik schon beinhaltet, die wir im High-End-Sektor von Veatronic kennen. Dann gab es die logische Weiterentwicklung, dann sind sie auch wieder ins 2,4 GHz System gegangen. Ihr seht, fast das gleiche Gehäuse von der Größe her. Und hier wurde die Welt schon viel schöner mit dem 2,4 GHz, zumal auch der Rückkanal, also ihr habt hier zwei Sender und Empfänger sozusagen, ja, und unten auf dem Boden habt ihr auch zwei Sender und Empfänger. Und das wird ja vorne als Sender bezeichnet und kommt an unseren Sender auch dran. Und oben, die unterhalten sich ständig nach unten mit dem Rückkanal und sie sagen, okay, der Empfängerteil und der Empfängerteil haben jetzt das optimale Ergebnis und dann wird dieses hier gewandelt und dann freigegeben für die Ausgabe auf das Servo. Und diese Technik, die hier drin ist, das sind alles High-End-Produkte, die auf der Platine aufgesetzt worden sind, sind exakt hier auch wieder. Ja? Bloß mit dem Unterschied, wir haben jetzt keine zwei Empfänger drin, sondern wir haben jetzt einen Empfänger drin. Und da gibt es ja auch noch hier auch wieder, das sind zwei Empfänger. Ja, die sich unterhalten hier mit dem Sender und Empfänger im Rückkanal und dem normalen Kanal. Und weswegen ich euch das jetzt sage, ist, der Tiny ist eigentlich ein High-End-Produkt mit High-End-Bauteilen, wie sie hier in den großen Elementen auch verwendet werden. Und das bricht sich immer weiter runter. Dann hier haben wir den Clever. Der Clever hat jetzt nur noch einen Empfänger drin. Und dieser, also es gibt, will euch noch erklären, ihr könnt euch nochmal gucken, unter Fachbeiträge hier an der Seite, da hat auch der Alvin Müller sehr viel darüber erzählt, was es bedeutet, hier mit dieser einen Antenne. Und es gibt ja auch noch andere Empfänger, die haben auch zwei Antennen dran, sind aber trotzdem nur ein Empfänger drin. Ja, also es ist kein Double Diversity, wie es hier von Veatronic im Dauerzustand, außer für diese beiden Empfänger jetzt genutzt wird. Und jetzt ist es hier so, deswegen erzähle ich so viel mit der Antenne. Diese Antenne hier ist ein kleines Bauteil, was hier auf der Platine aufgesetzt wurde. Ja? Und jetzt ist das Bauteil wesentlich kleiner geworden. Hopsa. Ja? Also, und die Profis, ja, die jetzt auch das letzte Gramm noch sparen wollen, ja, das ist nämlich sehr leicht, können dann hingehen und machen den Schrumpfschlauch ab und legen die Platine frei, da werden bestimmt noch 2 bis 3 Gramm noch leichter. Also das Teil ist sehr leicht. So, kurz zur Geschichte. Es lässt sich auf jeden Fall updaten über die SCU-Schnittstelle, die hier auch gegeben ist. Wir können hieran auch ein GPS anbauen oder sonstige Sensoren, die wir über Veatronic ansetzen können. Es ist quasi identisch, funktioniert genauso. Und über die GigaControl, die wir euch gleich mal hier zeigen werden, lässt es sich auch wunderbar konfigurieren. Ihr könnt es als Plug and Play nutzen, also Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4, Kanal 5. So wie wir das hier auch gegeben haben. Ich schalte mal an.
Hier sehe ich jetzt, dass dass der Sender jetzt funktioniert. Und jetzt werden wir das einfach mal hier in unserem Modell, was wir jetzt vorbereitet haben, mal einstecken. Das ist der Regler, den setze ich jetzt mit dem BEC richtig an, dass wir die richtige Reihenfolge kriegen, plus, minus und so. Mit dem Puls, achtet da bitte drauf. Er ist aber dort kurz, Schluss, sicher. Querruder, das ist Höhenruder, das geht auf 3, das ist der andere Querruder, das geht auf 5. Jetzt haben wir natürlich noch einen Kanal frei und so, jetzt haben wir den kleinen Empfänger da reingesteckt und wir fliegen den Art so ein Radius wie ein Parkflyer. Das ist mal ein schnelles Modell. Und jetzt machen wir hier das an. Querruder laufen, Höhenruder läuft, fertig. Ja, ihr seht, es ist auch kein Blinken da, es ist voll der Empfang gegeben. Hier seht ihr das auch, es leuchtet. Also ihr habt den vollen Empfang jetzt mit dem kleinen Empfänger und habt einen hochwertigen Empfänger, der quasi wie gesagt mit den Bauteilen, wie sie hier drin sind und den teuren Modellen, die bis 20.000 Euro hochgehen und noch teurer, auch genutzt wird. Und die Technik habt ihr jetzt auch hier im Kleinen reduziert drin. Hochinteressant ist es auf jeden Fall, den Film sich anzuschauen zu dem Handsender. Da wird genau erklärt, wie auch der Tiny, das ist ein kleiner Ausschnitt nur, wie er zusammengesetzt ist. Das sind drei Schichten, drei Lagen übereinander, die untereinander verbunden sind mit den einzelnen Bauteilen, hochinteressant im Layout zu sehen, um quasi diese kleine Baugröße zu erreichen mit der hohen Qualität der ganzen Komponenten. Ich bin begeistert von der Baugröße, wie gesagt, das ist jetzt ein kleiner Härtetest, weil wir fliegen den draußen und wenn ihr den mit Schaumwaffe fliegt, fliegt ihr sowieso drin oder mit einem Parkflyer. Und deswegen machen wir hier mal den Test mit diesem wunderschönen Modell hier aus dem Hause VS Performance, nennt sich Flitzomat. Und wird der Tiny 5 dann auch in richtig mal getestet, was auch entfällt. Durch die Möglichkeit, dass ihr den auch anschließen könnt an die Giga Control, die ich jetzt mal hier starte, da seht ihr hier oben die Sendeeinstellung. Kann man drauf zoomen. Ihr seht, dass kein Empfang da ist, weil das Gerät ist nicht eingeschaltet. Also, jetzt schalte ich es mal an, damit die sich mal unterhalten. So, jetzt haben wir ihr seht hier die dB-Zahl, ihr seht, hundertprozentig wird auf dem der hundertprozentige Empfangsqualität angegeben, jetzt hier vom Sender. Wir schalten jetzt mal um, hier oben auf die Empfängereinstellungen. Wir sehen, dass wir hier hundertprozentigen Empfang haben, klar, 52 dB und 4,9 Volt liegen an. Wir sehen, dass das ein Tiny ist, der hier drauf angesprochen worden ist. Wir können hier die Servo-Zuordnung machen. Ihr kennt das bei der Giga Control. Servo 1, Servo 2, Servo 3, Servo 4, Servo 5 zu den einzelnen Kanälen wie 1, 2, 3, 4, 5. Ihr könnt die untereinander mixen. Ihr könnt die zuordnen. Ich mache mal hier eine Zuordnung dazu. Rechte Maustaste. Da seht ihr, wie man jetzt hier eine neue Zuordnung machen kann. Ihr könnt dann mixen. Alles Mögliche im Grunde genommen damit veranstalten, was ihr so gerne hättet. Fail-Safe könnt ihr einstellen. Ich nehme das mal raus, weil es wird ja sofort auf den Empfänger abgespeichert und der Empfänger wird quasi jetzt durch die Luft, sagen wir mal so, programmiert.
Und ihr könnt das dann individuell die Servos aufeinander abstimmen. Wenn ihr ein V-Leitwerk habt, könnt ihr ein V-Leitwerk machen. Ihr braucht gar nicht mehr den Computersender oder auch den Sender, den ihr habt. Es können ja auch einfache Sender sein, haben, die keine Mixfunktion oder keine komfortable Einrichtung haben, um Übergänge, bestimmte Zuweisungen zu programmieren. Und damit ist euch die ganze Fantasie zu allen, ja, mit Virgo Control, zu allen Empfängerteilen komplett dann auch offen. Und glaub mir, der nächste Vogel, das wird ein 9-Meter-Segler werden Ende nächsten Jahres. Ich freue mich schon riesig drauf. Und meine 7-Meter-Segler, die ich habe, mit der Giga-Control, es ist so einfach, so easy zu handeln, diese 4- oder 5-Klappenflügel. Also ich bin schwer begeistert. Ja, denn, ja. Nun zum Tiny, er hat die gleichen Vorzüge, bloß heruntergebrochen jetzt auf 5 Kanäle. Und es lässt sich auch wunderschön weich steuern, das Ganze mit den Quer-Routern. Aber soweit jetzt hier zu Giga-Control, ihr habt alles, was ihr bisher von den großen Empfängern kennt, auch bei den kleinen gegeben. Und er ist einfach zu programmieren. Das war's schon. Also, ihr Lieben, das ist so das, was ich zum Tiny euch jetzt im Vorab mal sage, zur Konfigurierung. Zum Binding sind wir nicht näher drauf eingegangen, weil ich habe im Vorfeld schon das Binding gemacht. Das ist auch recht einfach. Müsst ihr einfach in die SCSU dieses Binding hineinstecken. Das ist so ein kleiner kleine Brücke und dann blinkt der Blinkcode, hier den Blinkcode ansetzen, dann unterhalten sich so 1-2 Sekunden und dann ist das Binding, das große Binding fertig. Ansonsten, wenn ihr die einmal miteinander in die Unterhaltung gebracht habt, einmal das große Binding gemacht habt und ihr seid mal einen anderen Empfänger damit beliefert und dann ein anderes Flugzeug geflogen, dann geht ihr einfach hin, startet. Jetzt ist er natürlich dran gebunden, drückt kurz 2, dann sucht er sich den wieder, so klack und ist wieder gebunden, sozusagen. Also, easy to use und sehr komplex und vielfältig über die Giga-Control anschließbar. Aber ihr braucht die Giga-Control nicht, ihr könnt das wie gesagt wie jeden Empfänger einfach einstecken, 1, 2, 3, 4, 5, so sind die Kanäle auch belegt und so könnt ihr auch dann direkt auch loslegen. Bis dahin, euer Stefan Eich hier von der Redaktion zu dem neuen Tiny 5 von Beatron. Den kann man wunderschön langsam machen. Wunderschön langsam. Aufgenommen, das Video bei uns im Studio, wie wir das hier zusammengesteckt haben. Es ist einfach ein Empfänger, dem man wirklich Vertrauen schenken kann. Das Gewicht ist sehr gering, die Einbaugröße ist gar nicht mehr nennenswert, die ist super klein und ihr könnt den noch leichter machen für die Hallenfreaks, ja, kriegt den so unter 3 Gramm, indem ihr hier diese Platine dann befreit, natürlich. Ich sage es nicht laut, ja klar, aber ihr könnt natürlich einen Schrumpfschlauch und noch die Beschriftung da wegmachen und dann habt ihr das den nackten Empfänger da liegen und habt einen super leichten kleinen Empfänger und dann die Antenne hat ja keinen Faden mehr hinten raus sozusagen, sondern ist als Bauteil auf der Platine aufgesetzt. Wunderbar. Empfang, klasse, super und voll vertrauenswürdig hier der Tiny 5 aus dem Hause Beatronic. In Top-Qualität.